بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zu diesem Vortrag, der in einer Zeit ist, in der wir uns leider nicht treffen können, aber alhamdulillah trotzdem wird dieser Vortrag inshallah so weitergeführt, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, und zwar mit der Erläuterung der Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns Wissen geben über ihn, sodass unser Glaube gestärkt wird. Der Name, den wir inshallah ta'ala in diesem Vortrag behandeln werden, ist der Name Al-Jabbar, also der Gewalthaber. Und dieser Name wurde im Koran an einer Stelle erwähnt, und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Überlegene, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Dieser Name ist vom Verb Jabara abgeleitet und Jabara hat mehrere Bedeutungen. Zum einen bedeutet es zwingen, also dass jemand einen anderen zu etwas zwingt. Es bedeutet aber auch ausgleichen bzw. einrichten. Das benutzt man zum Beispiel beim Bruch von einem Knochen oder sowas ähnliches, dass man das wieder gerade biegt oder dass es wieder zusammengefügt wird. Dafür benutzt man auch dieses Verb Jabara. Und deswegen nennt man zum Beispiel Gips Jabira, ja, oder irgendein Verband, um es wieder gerade zu rücken. Also haben wir hier zwei Bedeutungen sprachlich gesehen, die zu berücksichtigen sind. Ebenso versteht man unter Jabbar der Gewaltige oder der Gewalthaber bzw. der Starke, der Große. Und deswegen erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala den Begriff Jabbar auch bei einigen Menschen, aber, und das ist der springende Punkt, bei Menschen ist es eine negative Eigenschaft. Nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber bei Menschen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala tadelte die Menschen mit dieser Bezeichnung oder auch Menschen tadeln andere. Wenn man zu einem sagt, du bist ein Jabbar, dann ist das ein Tadel, das ist also etwas Negatives. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ, also Plural von Jabbar. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ. Sie sagten, O Musa, in ihm ist ein übermächtiges Volk, also ein Volk, das gewalthaberisch ist, wenn man das so sagen kann. Wir werden es gewiss nicht betreten, bis sie aus ihm herausgehen, also aus diesem Gebiet, aus dieser Stadt, also dieses gelobte Land. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir es gewiss betreten. Also hier wurde gesagt, diese Menschen, die dort sind, die sind gewalttätige, also ungerechte Menschen, die anderen Leid zufügen. Ja, das nennt man ein Jabbar, und zwar noch einmal wichtig, bezüglich Menschen, nicht bezüglich Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Azhari schreibt zum Ausdruck Jabbar in dieser Ayah, gemeint sind Größe, Stärke, Gewaltigkeit. Denn auch hohe Palmen bezeichnet man als Jabbar, weil man sie nicht erreichen kann.
Also in der Sprache sagen wir diese Palme Jabbara, also diese weibliche Form von Jabbar, Jabbara, also ist gewaltig. Im Sinne von, sie ist sehr, sehr groß, man erreicht diese Palme oben an den Blättern und Zweigen nicht. Er sagt hier weiter, man bezeichnet eine Person als Jabbar, wenn sie groß, gewaltig und stark ist, in Anlehnung an die Palme. Daraus folgt also, wenn wir das nochmal zusammenfassen, dass der Begriff Al-Jabbar sprachlich drei Bedeutungen hat. Einmal jemand, der andere zu etwas zwingt. Zweitens jemand, der einen Bruch einrichtet, also wieder gerade macht, ja, also pflegt, behandelt, also ausgleicht, indem er zum Beispiel, also im Sinne bei Allah subhanahu wa ta'ala, indem er die Armen, ja, zu Wohlstand führt. Und drittens der Starke, also der Gewaltige und Hocherhabene subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun zur Bedeutung als Name Allahs subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Tabari, der Tafsir-Gelehrte, rahimahullah, schreibt, Al-Jabbar ist derjenige, der die Angelegenheiten seiner Schöpfung bessert. Also da ist diese Pflege, diese Fürsorge im Hintergrund der Bedeutung. Also er ist derjenige, der die Angelegenheit seiner Schöpfung bessert und diese zu ihrem Wohl verwaltet. Also diese Angelegenheiten verwaltet er so, dass es am besten ist für den Menschen. Und Al-Khattabi, rahimahullah, sagt, man sagt, dass der Sultan, also Staatsoberhaupt, jemanden ausgleicht, also von Jabara, jetzt dieses Verb, Yajbur, Jabara, ist das arabische Verb in der Vergangenheit, Yajbur ist in der Gegenwart. Er gleicht aus, indem er zum Beispiel ihm Geld gibt, ja, indem er ihm Goldmünzen oder eben Geld oder Wertsachen eben gibt, sodass es ihm besser geht. Ja, das ist dieses Verb Jabbar. Al-Jabbar, sagt er weiter, Al-Jabbar ist also derjenige, der seine Schöpfung ausgleicht, indem er ihr Lebensunterhalt und die Versorgung verleiht. Ebenso bedeutet Al-Jabbar der Hocherhabene. Abgeleitet von dieser sprachlichen Bedeutung, wie gesagt, wenn eine Palme hoch ist, groß ist. Also ist Allah subhanahu wa ta'ala der Hocherhabene, der über allem ist. Ja, das heißt, nichts ist so gewaltig wie Allah subhanahu wa ta'ala. So wie man die Palme mit diesem Begriff bezeichnet, weil man sie aufgrund ihrer Größe nicht mit der Hand erreichen kann, also oben an den Blättern. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah nennt in seinem Werk An-Nuniyya, das ist ein Gedichtswerk über die Glaubenslehre, erwähnt er diese drei Bedeutungen des Namens Al-Jabbar. Zum einen im Sinne desjenigen, der die Armen und Schwachen ausgleicht, also versorgt. Zweitens Al-Jabbar im Sinne des Gewaltigen und Bezwingenden, subhanahu wa ta'ala. Und drittens Al-Jabbar im Sinne des Erhabenen. Also Al-Jabbar ist derjenige, der Fürsorgliche, subhanahu wa ta'ala, der die Menschen pflegt, der die Menschen, die Angelegenheiten der Menschen verwaltet. Das ist eine Bedeutung von Al-Jabbar, subhanahu. Die zweite Bedeutung ist, dass er der Gewaltige ist, der Gewalthaber ist. Er hat Macht über seine Schöpfung. Und drittens, dass er erhaben ist, dass er über allem ist, subhanahu wa ta'ala, also dass er vollkommen ist, aber auch über seiner Schöpfung ist, subhanahu wa ta'ala. In dieser Sura, in Surat al-Hasr, wo diese Namen Allahs aufgelistet wurden, natürlich nicht alle, aber es ist die Stelle, in der am meisten die Namen Allahs aufgelistet wurden, sagt Ibn Qayyim rahimahullah, in dieser Ayah, welche Bedeutung von den dreien ist denn gemeint? Also der Name Al-Jabbar hat ja drei Bedeutungen. Derjenige, der fürsorglich ist und ausgleicht, ja, die Situation zum Besseren führt.
Zweitens, derjenige, der Gewalt hat, also Macht besitzt, Gewalt über seine Schöpfung besitzt. Und drittens, der Hocherhabene. Welches dieser drei Bedeutungen ist denn jetzt hier in diesem Kontext der Namen Allahs in Surat al-Hashr gemeint? Hier sagt Ibn Qayyim rahimahullah, Al-Jabbar wird gedeutet, also Tafsir von diesem Namen Al-Jabbar hier in dieser Ayah, als jener, der einen Bruch einrichtet und den Armen zu Wohlstand verhilft. Also das ist eine Bedeutung, die er erwähnt. Allah ist tatsächlich so, allerdings ist nicht dies die Bedeutung des Namens Al-Jabbar, also in dieser Ayah. Schließlich hat er diesen Namen mit dem Namen der Stolze, Al-Mutakabbir, verbunden. Also deutet das auf was hin? Auf die Macht Allahs. Also der Kontext der Namen hier deutet darauf hin, dass hier in dieser Ayah was gemeint ist? Der Gewalthaber, subhanahu wa ta'ala. Also ist die Übersetzung hier in dieser Ayah anders als in anderen Stellen, wenn man sie benutzen würde. Also der Name wurde ja nur einmal erwähnt im Koran. Aber je nachdem, welchen Kontext du benutzt, meinst du eben etwas anderes. Zum einen meinst du Al-Jabbar, der Gewalthaber, oder du meinst Al-Jabbar, der Fürsorgliche, der ausgleicht, oder du meinst eben Al-Jabbar, der Hohe, Subhana, der Erhabene, Subhana. Und Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, sagt, in dieser Ayah ist gemeint der Gewalthaber. Woher kommt er, wie kommt er drauf? Er sagt, ja, weil es verbunden wurde, danach mit dem Namen Al-Mutakabbir, der Stolze, wie wir noch sehen werden, inshallah. Daher, sagt er, daher ist die Macht hier gemeint, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Subhana dil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Also das ist eine Form, Allah zu preisen, ein Dhikr. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Subhan, also gepriesen sei, Dhil Jabarut. Dieses Wort, Dhi oder auch Dhu, ja, wie zum Beispiel Dhul Jalali wal Ikram oder Dhil Jalali wal Ikram. Dhu bedeutet Besitzer von etwas. Also, Subhana Dhil Jabarut, also Besitzer der großartigen Macht. Warum übersetzen wir das hier mit Macht? Ja, wegen dem Kontext wieder. Ja, warum? Wie geht es weiter? Wal-Malakut, wal-Kibriya, also gepriesen sei der Besitzer der großartigen Macht, der Herrschaft, des Stolzes und der Großartigkeit. Das ist ein Dhikr, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgesagt hat und den wir auch aufsagen sollten. Al-Jabbar ist also ein Name der Hochachtung, wie es auch bei Al-Mutakabbir, also der Stolze, oder auch Al-Malik, der König, und Al-Azim, der Gewaltige, ist, oder auch Al-Qahhar, also der Bezwinger. Das sind alles Namen, die deuten auf die Gewaltigkeit Allahs hin, dass er der Mächtige ist, der Überlegene, dass niemand ihn besiegen kann. Und wichtig ist, dass er alles machen kann. Und das ist wichtig für uns, insbesondere in dieser Zeit, in der viele Fragen stellen, wieso passiert dies, warum passiert jenes. Wir dürfen nicht vergessen, dass Allah Azza wa Jalla zu allem fähig ist. Und wenn er etwas zulässt, dann muss es eine Weisheit geben. Wenn er zulässt, dass man Leid empfindet, dass man krank wird, dass man arm wird, obwohl er dich reich machen kann. Er kann dich heilen, er kann deine Situation bessern, aber er hat es nicht getan, weil du noch behandelt wirst von ihm, subhanahu wa ta'ala. Die Behandlung ist noch nicht fertig. Und erst wenn die Behandlung fertig ist, wirst du, inshallah ta'ala, eine Besserung erreichen. Es mag sogar sein, dass dein Leben lang die Behandlung läuft und dann hast du aber nichts verloren, weil Yawm al-Qiyamah kriegst du dann eben den Lohn dafür. Und deswegen, wenn wir diese Namen kennen, sind wir beruhigt, dass das, was auf dieser Welt passiert oder dass das, was mir passiert, das passiert nicht unsinnig, also nicht ohne Sinn.
Allah hat mich nicht vergessen, subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Lebendige, der Beständige, der Allwissende, der Allweise. Also, und wenn er Al-Jabbar ist, der mit einem Befehl alles ändern könnte, dann weiß ich, er hat es noch nicht geändert, weil es noch nicht Zeit ist. Also sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala weiter, diese Namen Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Malik, Al-Azim, Al-Qahhar, das sind alles Namen der Gewaltigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und er erwähnt dann auch wiederum diese eine Bedeutung mit der Palme, dass es eben auch der Hohe oder der Erhabene ist, subhanahu wa ta'ala. Eine Besonderheit bezüglich dieses Dhikr. Wann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Dhikr aufgesagt? Also welchen Dhikr meine ich hier? Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Diese Form Jabarut, Malakut, ja, ist eine grammatikalische Form für eben Gewaltigkeit, Herrlichkeit, ja, also wie im Deutschen diese Keit, ja, also mit Endung Keit, ja, oder Hoheit, ja, diese Formen Jabarut, Malakut, ja, das ist auch eine Bedeutung, es geht hier um etwas Besonderes, um etwas Gewaltiges. So, jetzt ist die Frage, dieser Dhikr, Subhana dil Jabarut, wal Malakut, wal Kibriya, wal Azama. Und jedes Mal, wenn du einen dieser Namen oder dieser Eigenschaften, das sind Eigenschaften hier, also Jabbar ist der Name, Jabarut ist seine Eigenschaft, Malik ist der Name, Malakut ist seine Eigenschaft, also Malakut, Herrschaft. Ja, Königtum, also dass er der König ist. Ja. Diese Eigenschaften, Jabarut, Malakut, Kibriya, Stolz und Azama, Gewaltigkeit, er heißt Al-Azim und seine Eigenschaft ist was? Al-Azama. Er heißt Al-Mutakabbir, seine Eigenschaft ist Kibriya, also der Stolz. Wenn du diese Eigenschaften dir anschaust, erinnere dich an etwas Konkretes, wie gewaltig zum Beispiel die Schöpfung ist, wie gewaltig das Wissen Allahs ist. Also du musst schon konkret an Dinge dich erinnern, damit dein Herz diese Bedeutungen auch kostet und schmeckt, ja, und genießt. Nun, er sagte diesen Dhikr, alayhi salatu wassalam, beim Qiyamul Layl, also beim nächtlichen Gebet. Und zwar sagt Auf ibn Malik, er sagte, eines Nachts betete ich zusammen mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Also Qiyamul Layl betete er mit ihm alaihi salatu wasallam. Er richtete sich auf und rezitierte Surat al-Baqarah. Also er fing an, Fatiha natürlich, ja, also das ist ja klar. Und dann fing er an, Surat al-Baqarah zu lesen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wobei er an jeder Stelle, an der die Barmherzigkeit erwähnt wird, innehielt und um Barmherzigkeit bat. Das heißt, wenn irgendeine Ayah da ist und Allah Azzawajal sagt, zum Beispiel die Paradiesbewohner bekommen dies und jenes, dann hält er an und macht Dua. Ja Rabbi, lass mich ins Paradies kommen. Oder ja Rabbi, gib mir Gnade. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran gelesen. Dass er nicht einfach so drauf los, Hauptsache ich bin jetzt endlich mal fertig, sondern die Ayat berücksichtigt und welche Bedeutungen sie haben. Er sagt nun, und an jeder Stelle, an der die Strafe erwähnt wird, innehielt und Zuflucht suchte. Und das ist das, was ich immer erwähne, barakallahu fikum, wenn du den Koran liest und da ist irgendeine Ayat über Pharaon oder über Abu Jahl oder Abu Lahab, dass du dir nicht sagst, ja, ich heiße ja nicht Pharaon oder Abu Lahab, ja, also da kann ich ja weiterlesen, sondern dass du dir sagst, A'udhu Billah, ja Rabbi, bitte rette mich vor diesem Verhalten, vor dieser Sünde, vor diesem schlechten Gedanken, auch wenn ich nicht Abu Lahab heiße, Alhamdulillah.
Aber trotzdem kann es sein, dass doch einige schlechte Eigenschaften in mir stecken von diesen Leuten. Pharaon dachte, er wär's, und ich denke auch, ich wär's, möge Allah uns vergeben. Ja. Oder der Minister von Pharaon war reich und er dachte, der kann alles erreichen auf dieser Welt und wurde hochmütig. Und auch wir werden hochmütig, möge Allah uns bewahren. Also Rasul sallallahu alaihi wasallam, wenn er gelesen hat, irgendein Volk wurde vernichtet, ja, das Volk von Nuh wurde ertränkt oder andere Völker wurden vernichtet, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Danach ging er in die Verbeugung, also Rukur, Allahu Akbar, und hat sich verbeugt, alayhi salatu wassalam, und verweilte darin so lange, wie er zuvor aufrecht gestanden hat. Schon mal Surat al-Baqarah gelesen? Ja? Also wenn du es ganz schnell liest, Alif, Lam, Mim, Dhalika al-Kitabu, la rayba fihi, hudan lil-muttaqin, aus einer Stunde, ja? Oder von mir aus drei, vier Stunde, oder, also nicht weniger als eine halbe Stunde. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich nicht gelesen, ja? Sondern Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sachte gelesen, sodass er nachvollzieht, was er liest. Und er macht Dua jedes Mal, wenn es um Gnade geht, ja Rabbi, sei mit mir gnädig. Und wenn es um Strafe geht, ja Rabbi, bestraf mich nicht. Wie lange hat er dann Surat al-Baqarah gelesen? So, und jetzt macht er Rukua genau so lange, wie er Surat al-Baqarah gelesen hat. Danach ging er in die Verbeugung und verweilte darin so lange, wie er zuvor aufrecht gestanden hatte, wobei er in der Verbeugung sprach, Subhana dil Jabarut, gepriesen sei der Besitzer der Herrschaft des Stolzes und der Großartigkeit. Und danach ging er in die Niederwerfung und verweilte darin, also natürlich ist er aufgestanden, ja, und dann wieder in den Sujud. Danach ging er in die Niederwerfung über und verweilte darin ebenfalls so lange, wie er aufrecht gestanden hatte. In der Niederwerfung sagte er das Gleiche und danach richtete er sich wieder auf und rezitierte Surat Ali Imran und danach noch eine weitere Sura. Das war das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie, also sagen wir mal, ja, sagen wir mal eine halbe Stunde, ja, sagen wir mal eine halbe Stunde, hat er Al-Baqarah gelesen, ja, oder von mir aus 45 Minuten oder eine Stunde, ist ja egal. Wie kriege ich denn das, dass ich dann so lange Ruku' mache mit diesem Dhikr? Dass ich diesen Dhikr wiederhole. Ich sage den ja nicht einmal, einmal fünf Sekunden, ja, oder von mir aus 20 Sekunden, eine halbe Minute. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam wiederholte diesen Dhikr, wiederholte diesen Dhikr. Einmal hat er sogar Qiyamul Layl, eine ganze Nacht verbracht mit einer Ayah. Wie denn das? Indem er die Ayah natürlich wiederholt. Was macht man, wenn man einen Dhikr wiederholt? Man denkt immer an etwas anderen oder an das Gleiche und genießt es. Also zum Beispiel, du sagst, gepriesen sei Allah, Subhanallah, zum Beispiel Al-Azim, machen wir beim normalen Gebet, wir sagen ja beim Rukua, Subhana Rabbi Al-Azim, oder Subhana Rabbi Al-Azim, wa bihamdi, also gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige. An was denkst du dann? An irgendetwas Gewaltiges, wo du gesehen hast oder gehört hast und wo du denkst, Allahu Akbar, wie gewaltig ist Allah subhanahu wa ta'ala. Dann denkst du noch einmal darüber. Sagen wir mal, du sagst, ich denke über die Berge, ja, oder über irgendeinen Riesenplanet oder ein Tier oder über den Menschen, über dich als Organ. Oder jetzt Corona, wie die Welt auf dem Kopf steht. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles Bescheid. Subhana Rabbi al-Azim. Wie gewaltig ist Allah? Wie gewaltig ist Allah? Wie winzig sind wir? Damit du dir vorstellst, wie gewaltig Allah ist, musst du wissen, wie winzig du bist, wie winzig diese Geschöpfe sind. Schau dir das Sonnensystem an, wie gewaltig es ist.
Das heißt, im Gebet und im Dhikr muss man viel nachdenken. Das ist, damit kommst du zur Demut im Gebet. Aber wenn ich natürlich nur das aufsage, Subhanrabbiladim, 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 und ich denke an nichts, ist ja klar, dass es nicht mein Herz berührt. Und dass ich nicht Allah hochachte nach dem Gebet. Du hast nichts empfunden, alles klar, ich habe gebeten und jetzt? Was ist denn passiert? Ja, weil du hast nicht über Allah nachgedacht, wie gewaltig er ist. Denke an einen Engel. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde erlaubt, über einen Engel zu reden. Zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter ist eine Strecke von 500 Jahren. Und wenn im Koran oder in der Sunna über eine gewisse Strecke geredet wird, sagen einige Gelehrte, dann bedeutet das, die Durchschnittsgeschwindigkeit mit einem Kamel zu reisen. Ja, und das sind, Allahu a'lam, waren das 40 Kilometer pro Tag, ja, also durchschnittlich. Ja, dann rechne mal aus, wie 500 Jahre, nicht 500 Kilometer, 500 Jahre läuft man oder verreist man zwischen Ohrläppchen und Schulter. Das ist ja nur eine Hälfte. Wie gewaltig ist die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Wie gewaltig ist dann Allah selbst. Jibril, denke mal, du sagst subhana rabbi al-azim, denke mal an einen Flügel von Jibril a.s. Und daher sage ich immer wieder, liebe Geschwister, bevor ich bete, brauche ich eine Liste. Das ist natürlich jetzt keine Sunna, dass du jetzt ein Blatt holst und hier, ich gehe gerade ins Gebet, sondern vor den Gebeten überhaupt, jetzt nicht vor jedem einzelnen Gebet, dass du dir mal Gedanken machst, an was kann ich denn denken, wenn ich sage, Subhana Rabbi al-Azim. Okay, Jibril, ein Flügel bedeckt den Horizont. Subhana Rabbi al-Azim. Okay, das zweite Subhana Rabbi al-Azim, wenn er mit den Flügeln flattert, fallen Juwelen. Subhana Rabbi al-Azim. Dieses Subhana Rabbi al-Azim, Allah, du bist so gewaltig, du kannst so was Schönes erschaffen. Ja, Rabbi, ich will auch so was Schönes im Paradies erleben. Das ist die Auswirkung von Subhana Rabbi al-Azim. Das dritte Mal Subhana Rabbi al-Azim, dann denkst du an diesen Engel, wie gewaltig er ist. Oder du bleibst bei diesen drei Mal Subhana Rabbi al-Azim, denkst du immer noch an den Flügel von Jibril. Du genießt es einfach. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Ich denke immer noch an diesen Flügel von Jibril, wie er den Horizont bedeckt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja Jibril gesehen hat. Und deswegen lerne ich. Warum sollen wir die Religion lernen? Nicht um zu diskutieren und was weiß ich, kommentieren, sondern damit ich das benutze, dieses Wissen. Wenn ich sage, Subhana Rabbi al-Azim, was hat der Prophet gedacht, als er diesen Flügel gesehen hat, wie er den Horizont bedeckt? Wie herrlich muss das gewesen sein für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Schönheit, Jibril, Allah azza wa jal bezeichnete ihn, Dhu Mirra, also er besitzt Schönheit, Eleganz. Jibril alaihi salam, der höchste aller Engeln. Und trotzdem hat er Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana Rabbi al-Azim. So müssen wir mit diesem Dhikr umgehen. Das wird Spuren hinterlassen im Herzen. Du kannst nicht über Allahs Gewaltigkeit nachdenken, richtig überlegen und nachsinnen und es berührt dein Herz nicht. Das ist unmöglich. Wenn ins Wasser fällt, wird nass. Aber wenn ich nicht ins Wasser falle, dann werde ich natürlich auch nicht nass. Das heißt, wenn ich nicht an Allah denke, nicht an die Geschöpfe, dann kann ich 5000 Mal sagen, Subhana Rabbil Azim, und ich denke immer noch an die Sünde und nicht an Allah. Das gleiche mit Subhana Rabbi al-A'la und allen anderen Adhkar. So betete der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhana dil Jabarut, wal Malakut, wal Kibriya, wal Azamah. Subhana dil Jabarut, wal Malakut, wal Kibriya, wal Azamah. Subhana dil Jabarut. Macht das mal eine halbe Stunde? Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan. Wir kennen sowas, genießen nur beim Essen. Ja? Stück Kuchen, ein Happen, und Assalamu alaikum, das Stück Kuchen ist weg. Brauchst 5 Stunden dafür. Erstmal die Sahneschicht oben,
dann dieser Biskuit unten, dann die Kombination Sahne und Biskuit mal bitte. Und so weiter, subhanallah al-Azim. Braucht er 5 Tage, damit ein Stück Kuchen ist. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, kam sein Sheikh mal zu ihm und er sah, wie er isst. Er hat gesagt, was ist denn das? Dann hat er gesagt, ja, ich habe dieses Brot zerstückelt, damit ich es runter schlucken kann, also regelrecht trinken kann. Ja, warum denn? Kauen dauert zu lange. Ich habe keine Zeit zum Kauen, ja. Leben wir hier zum Kauen, möge Allah uns bewahren, ja. Aber deswegen ist al-Bukhari Bukhari, ja. Und deswegen möge Allah uns bewahren und uns trotzdem diese Gelehrten begleiten lassen und den Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn unsere Taten nicht ausreichen. Also ich erzähle das nicht, damit wir die Hoffnung verlieren, sondern ich erzähle das, damit wir zumindest uns wünschen, so zu sein wie diese, zumindest, dass wir sie lieben und dass wir von Allah bitten, ja Rabbi, lass mich mit diesen edlen Personen im Paradies zusammenleben, auch wenn meine Taten nicht ausreichen. Aber das heißt nicht, dass ich dann nicht mich anstrengen soll, sondern ich mache so gut es geht. Ich kenne diesen Dhikr nicht, aber du kennst Subhana Rabbil Azim. Dann fang mit diesem Dhikr an. Verbessere deine Gebete. Du musst nicht ein Imam Bukhari heute Nacht werden, sondern fange an, langsame Schritte zu machen. Bei diesem Namen Al-Jabbar kommen wir natürlich zu einem Thema und das ist der Zwang, weil Al-Jabbar ist ja derjenige, der zu etwas zwingt. Und das ist ein Thema bezüglich der 6. Säule des Iman, also die Vorherbestimmung. Haben wir einen Willen oder haben wir denn keinen Willen? Und hier ganz kurz, natürlich, das ist ein Thema für sich, ja, und ich hatte mal auch eine Vortragsreihe gemacht über Iman bil Qada wal Qadar. Kann man sich mal anschauen, inshallah. Aber ganz kurz, haben wir einen freien Willen oder haben wir keinen freien Willen? Es gibt Dinge, da haben wir einen freien Willen und es gibt Dinge, da haben wir keinen freien Willen. Du hast keinen freien Willen, wo du geboren wurdest, wann du geboren wurdest, dass du ein Junge oder ein Mädchen bist, da gibt es keinen freien Willen. Ja. Das heißt, alle externen Angelegenheiten, die nicht mit deinen Taten zu tun hat, also wenn zum Beispiel es regnet, dafür bist du nicht schuld, dass es regnet. Da hast du keinen Willen, hast keine Entscheidungsfreiheit, ob es regnen soll oder nicht, ob die Sonne scheinen soll oder nicht. Das sind externe Angelegenheit, dass ein Erdbeben, möge Allah uns bewahren, jetzt anfängt oder nicht, da gibt es keinen Willen. Das wurde dir aufgezwungen. Aber deine Handlungen, die basieren auf deine Entscheidungen, auf deinen Willen. Das heißt, Allah Al-Jabbar im Sinne von derjenige, der Gewalthaber, also der Gewalt über andere hat, der hat dir nicht aufgezwungen, Salatus Subh zu verschlafen. Das wolltest du nicht. Ja, also ich meine zu verschlafen, obwohl aufgewacht bist, aber du wolltest einfach nicht zum Gebet aufstehen, sondern hast gesagt, nee, ich schlafe jetzt weiter. Natürlich, wenn jemand nichts dafür kann, das ist wieder, da hatte keinen Willen, er hat den Wecker nicht gehört. Die ganze Nachbarschaft hat den Wecker gehört, nur er nicht. Ja. Das bedeutet, wenn du etwas dafür kannst, dann war das von deinem freien Willen. Wenn du dafür nichts kannst, ist es nicht dein freier Wille gewesen. Und deswegen wird Allah Azza wa Jalla dich nicht zur Rechenschaft ziehen für Dinge, für die du nichts kannst. Allah Azza wa Jalla sagt dir nicht, warum bist du ein Mann und keine Frau? Oder warum bist du eine Frau und kein Mann? Warum hast du die Hautfarbe und nicht die andere Hautfarbe? Dafür kann ich nichts. Also werde ich dafür weder belohnt noch bestraft. Aber warum hast du gelogen? Oder wenn du Gutes getan hast, dann wirst du belohnt eben. Das heißt, der Mensch hat für seine Handlungen einen freien Willen. Aber dieser freie Wille
kann nur zustande kommen, weil Allah es gewollt hat. Allah hätte dich auch so erschaffen können, dass du gar keine Fähigkeit besitzt zu entscheiden. Weil wie können wir entscheiden? Durch unseren Verstand. Das heißt, Allah Azza wa Jal wollte, dass du als Mensch eine Fähigkeit hast, und zwar den Verstand zu benutzen. Allah Azza wa Jal sagt, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Und sag, es ist die Wahrheit von eurem Herrn, wer nun will, der soll glauben, und wer will, der soll ungläubig sein. Was heißt das? Macht, was ihr wollt? Nein, sondern das bedeutet, du hast einen Willen. Das heißt, du entscheidest. Entscheidest du dich zu glauben, dann wolltest du glauben. Entscheidest du dich nicht zu glauben, dann bist du schuld, dass du nicht glauben wolltest. Und es war nicht Allah, der dir das aufgezwungen hat, sondern Allah wusste schon immer, weil er der Allwissende ist und der Allkundige ist, der Allumfassende ist, Subhanahu wa ta'ala, er wusste schon immer, wie du dich entscheiden wirst. Also wusste er vorher schon Bescheid, dass du dich für den Glauben entscheidest oder gegen den Glauben entscheidest, für das Gebet oder gegen das Gebet, für die Gehorsamkeit oder gegen die Gehorsamkeit. Aber hat Allah es dir aufgezwungen? Nein, hat er dir nicht. Was heißt dann aber die andere Ayah? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, er, der Herr der Weltenbewohner. Ja, wenn Allah dir nicht den Verstand gegeben hätte, hättest du nie dich entscheiden können. Das heißt, du kannst erst diese Gabe benutzen, weil Allah es dir erlaubt hat. Und so bringen wir diese Ayat in Einklang. Und deswegen, wie ich vorhin gesagt habe, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wada'a an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukiduhu alayhi. Allah, der Erhabene, hat meiner Ummah den Fehler, das Vergessen und das, wozu sie gezwungen wurden, verziehen. Warum? Weil da hast du keinen freien Willen. Wenn du etwas vergessen hast, ja, dann war der Wille auch weg. Weil du wolltest es ja nicht, sondern du hast es vergessen. Oder Fehler. Fehler bedeutet, es war unbeabsichtigt. Es war nicht der Wille. Ich wollte es nicht schlecht machen, aber ich habe Fehler gemacht. Ja, das heißt, Allah Azza wa Jal vergibt auch dieses. Oder man wird gezwungen zu etwas. Dafür wird man auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Das zeigt, dass Al-Jabbar immer noch der Gnädige ist, subhanahu wa ta'ala. Der Name Al-Jabbar deutet auf der anderen Seite, wie wir gesagt haben, hin auf die Fürsorge Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist auch eine Besonderheit. Allah azza wa jal ist der Vollkommene, jalla wa ala, und wir sind die Unvollkommenen. Das heißt, wir sind immer abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal sagt, الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. Diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, ohne eine Ermächtigung erhalten zu haben, das heißt, sie weisen diese Zeichen ab, sie glauben nicht, obwohl sie keine Beweise haben, gegen den Glauben an Allah. Welch schwerwiegende Abscheu erregen diese bei Allah und bei denjenigen, die gläubig sind. So versiegelt Allah das Herz, möge Allah uns davor bewahren, so versiegelt Allah das Herz eines jeden Hochmütigen und Gewalttätigen. Allah hat ihn hier, den Menschen, als Gewalttätigen bezeichnet. Warum? Ja, weil er hochmütig ist und nicht gehorsam ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal erwähnt wiederum diese Bezeichnung Jabbar bei Menschen, also als Tadel. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Möge Allah uns davor bewahren.
und sie riefen Allah um Sieg über die Gläubigen an. Und enttäuscht wurde jeder widerspenstige Gewalthaber, hier der Gewalthaber wieder, also diejenigen, die gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehandelt haben. Hinterdrein kommt für ihn die Hölle, also Yawm al-Qiyamah, und er bekommt eitriges Wasser zu trinken, möge Allah es davor bewahren, das er schluckt, aber beinahe nicht hinunterbringt. Und der Tod kommt zu ihm von überall her, doch kann er nicht sterben, möge Allah es davor bewahren. Und hinterdrein kommt harte Strafe. Also abgesehen von dem kommt noch die harte Strafe. Warum? Weil er Jabbar war. Wer jetzt? Der Mensch. Also das ist eben das, diese negative Bedeutung von Jabbar, nochmal, ist nicht bei Allah, sondern beim Menschen. Ja, warum nicht bei Allah? Weil Allah darf hochmütig sein, Subhanallah. Er darf der Stolze sein, er besitzt alles. Aber du kannst nicht hochmütig sein, obwohl du nichts besitzt. Du kannst nicht angeben mit etwas, was dir nicht gehört. Und Allah Azza wa Jal, ihm gehört alles, Subhanahu wa Ta'ala. Und auch Musa wurde vorgeworfen, ein Jabbar zu sein. In der Geschichte, als Musa alayhi salam den einen geschubst hat und dann tot war er. Und da sagte ja einer zu ihm, als er nun mit Gewalt denjenigen packen wollte, der ihrer beider Feind war, weil der hat das erste Mal hatte er einen geschubst und dann ist er gestorben. Und als der zweite dann kam, hat er ihn erinnert, willst du denn jetzt das gleiche machen wie mit dem anderen? Da sagte er ihm, O Musa, willst du denn mich töten, wie du gestern eine Menschenseele getötet hast? Du willst ja nur ein Gewalttäter, Jabbar, ein Gewalttäter im Land sein und du willst nicht zu den Heilstiftern gehören. Also das zeigt, dass bei Menschen benutzt man Jabbar negativ, nicht positiv. Sagt euch, Mashallah, guck mal, wie Jabbar er ist. Nein, sondern es ist etwas Schlechtes. Es ist jemand, der eben gewalttätig ist, also unrechtmäßig den Menschen Gewalt zufügt. Und Yahya a.s. wurde von dieser Eigenschaft freigesprochen. وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Und er war weder gewalttätig noch widerspenstig. Und auch Isa hatte diese Eigenschaft. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Also und gut mütig zu meiner Mutter und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Daneben warnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dieser Eigenschaft, also dieser Hochmut. Und zwar sagte er, das Paradies und die Hölle haben diskutiert. So sagte die Hölle, ich wurde mit den Hochmütigen und Gewalttätigen ausgezeichnet. Das heißt, die Hölle sagt, bei mir, da sind diejenigen, die gedacht haben, die wären's, ja, und unrechtmäßig die Menschen behandelt haben. Und die Eigenschaft bei Allah, wie gesagt, ist eine Eigenschaft der Vollkommenheit. Ja, das werden wir auch sehen beim Namen Al-Mutakabbir, ja, der Stolze im Sinne von hochmütig. Es ist eine Eigenschaft der Vollkommenheit bei Allah, eine Eigenschaft der Unvollkommenheit und eine schlechte Eigenschaft beim Menschen. Eigentlich sollst du ja bei den Eigenschaften Allahs immer versuchen, auch diese Eigenschaften zu besitzen. Allah ist der Allgnädige, sei du gnädig. Allah ist der Allvergebende, sei du vergebend. Allah ist der Nachsichtige, habe du Nachsicht. Aber es gibt einige Eigenschaften Allahs, da gilt das nicht, wie zum Beispiel bei dieser Eigenschaft. Allah ist Al-Jabbar, nur er darf Jabbar sein. Du darfst es nicht. Aber warum nennt er sich Al-Jabbar? Ja, damit du Respekt hast vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die andere Bedeutung, und zwar, dass Allah etwas ersetzt, etwas bessert, fürsorglich ist, erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel in dem Dhikr zwischen den zwei Sujud. Also wenn man sitzt, ja, du hast Sujud gemacht, das erste Mal, Allahu Akbar, dann sagst du wieder Allahu Akbar, setzt dich hin, dann sagst du wieder Allahu Akbar. Ja, dieses Sitzen zwischen den beiden Sujud, was ist da der Dhikr? Da sagt man Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni. Das ist der springende Punkt.
wahdini warzuqni. Also wenn du zwischen dem Sujud sitzt, und leider gibt es einige, die machen das nicht. Ja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja? Also, normalerweise muss man das Gebet genießen, ja? Dass man eben diese Sprüche des Gedenkens an Allah subhanahu wa ta'ala, dass man die versteht. Und zwar heißt dieser Dhikr, Allahumma ghfirli, also O Allah, vergib mir. Warhamni, sei mir gnädig. Wajburni, und ersetze mir das versäumt. Wie oft hast du Sachen, du sagst, Allah, ich hätte gerne das gemacht, das hätte ich noch erledigt, das würde ich gerne machen. Ja, dann mache Dua. Wajburni. Was heißt Wajburni? Also, ja Rabbi, das, was ich nicht machen konnte, hilf mir. An guten Sachen natürlich. Ja, das, was ich noch machen will, hilf mir. Biege es wieder gerade, gut, ja, dass es eben angenommen wird. Wahdini, und leite mich recht. Warzuqni, und versorge mich. Was will man denn mehr? Also wenn wir uns noch einmal diesen Dhikr anschauen. In diesem Dhikr bekommst du das Weltliche und das Religiöse. Aber Allah fängt natürlich mit dem Religiösen an. O Allah, vergib mir. Beziehungsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam. O Allah, vergib mir, also meine Sünde. Sei mit mir gnädig, auch in Bezug auf Sünden. Aber jetzt geht es schon über in das Weltliche, weil auch im Weltlichen brauchen wir Gnade. Dass Allah uns heilt, dass Allah uns Wissen gibt, dass Allah uns erfolgreich macht. Wa wajburni, und ersetze mir das Versäumte. Wahdini, leite mich recht. Warzuqni, und versorge mich. Also das sind eigentlich die größten Wünsche, die ein Mensch überhaupt haben kann. Und deswegen ist es verwunderlich, dass wir Allah gar nicht bitten. Ja, ich will gar nichts von Allah. Also Allahu Akbar, Allahu Akbar, und das war's. Das war der Name Al-Jabbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, diesen Namen zu verstehen und diesen Namen in unseren Herzen nachzuvollziehen, sodass wir auch so leben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und wie die Gefährten. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.